Ich habe damit gerechnet, dass das nicht ist. Ja, ich gehe davon. Ich hätte vielleicht mit der Petzer reden sollen. Meinst du? Da hast du doch. Nein, ich habe nur mit jetzt gleich den letzten nehmen. Ich habe nur mit Dings geredet. Nur einmal mit mit der Petzer hast du meine ich auch gesprochen. Nein, mit der Petzer nicht. Ich habe direkt mit Mary geredet. Ja, ja gut. Stimmt, wo die Petzer noch gesagt hat. Mary, du hast etwas fallen gelassen. Entschuldigung. Dings überdreht. Diese Rose. Fass das nicht an! Mary, was hast du da in der Hand? Gib... Nein, du bist da. Gib sie zurück! Also, Moment, na! Super Saiyajin! Siehst du an? Mach sie nicht an! Meine Rose! Warte, geh weg damit! Ah. Oh, oh, ja. Oh, ja. Das ist geil. Okay, ich möchte doch nicht bald zu Mary halten mehr. Mary, es ist, wie ich vermutet habe. Eve, hör zu. Ich erinnere mich jetzt. Ich habe in meiner Kollektion von Goa-Arbeiten ein Bild von Mary gesehen. Du wirst mir vielleicht nicht glauben, aber Mary, sie ist kein Mensch. Sie ist einer von Goa-Tedas Arbeiten, genau wie diese rote Frau, die uns gejagt hat. Ich war nicht lange genug bei ihr, um es zu bemerken. Es ist unschön, aber wir müssen sie zurücklassen. Nein. Mary bewegt keinen einzigen Muskel. Guck mal, ob du die Rose aufheben kannst. Marys Rose liegt auf dem Boden. Diese Rose, sie sieht echt aus, aber sie ist eine Fälschung. Ich hätte sie sogar mitgenommen. Okay, sie sagt mir das gleich. Okay, dann kann ich nur abhauen. Aber Mary kommt doch hinterher. Na, no. 15. Wir haben, ey, das ist voll lange her, dass wir gespeichert haben. Oh. Mhm. Falscher Raum. Falscher Raum. Richtiger Raum. Brauchen wir sie. Beschrieben. Sieht so aus, als führe diese Stufen nach unten. Alles klar, Ib. Dreht zurück. Go! Wie viele Statuen habe ich heute schon bewegt? Drei, glaube ich. Glaube ich auch. Was soll gehen wir? Was gehen wir? Ja, man weiß denn nicht. Ah, ist das Ende bald? Ja. Ja, ich hab's durch. Au. Voll erwischt. Ich habe jetzt irgendwie ein Sketch. Sketchbook. Ich habe aus irgendwie gedacht Facebook, weil ich daraus lese. Nun also, das ist eine extrem Veränderung der Atmosphäre, aber nichts, womit wir nicht zurechtkämen. Gehen wir ihm. Tür. Oh, guck mal, die Uhr tickt nicht. Oh. Ein Bücherregal. Was ist das? Sind alles Bilderbücher? Yeah. Okay, ich weiß nicht, ob oben oder links. Ach, gehen wir oben lang. Yeah. Wieso? Warum yay? Warum freust du dich? Ich freue mich, wir sind schon fast durch. Das ist das letzte Kapitel. Echt? Oh. Also das Bild finde ich ein wenig verstörend hier. Nein. Meinst du? Und ich bin ein wenig traurig, dass es mir aufgefallen ist. Ach, du kannst jetzt durchgehend auf 15 speichern. Also das Bild ist etwas verstörend. Verstörender als die anderen. Ja. Heute! Ins Wasser starren. Pass auf, dass du nicht hineinfällst, während du träumst. Das Wasser tasten. Das Wasser ist lauwarm. Okay, und das, worauf wir jetzt alle gewartet haben, die Rose hinein. Du tauchst die Rose ins Wasser. Die Rose verfällt etwas. Das ist kein gutes Wasser. Ja, nichts gutes Wasser das sein. Denk ich. Oh, stand das davon auch schon? Ja. Okay. Nichts gut Wasser. Nichts gut Wasser. Trotzdem. Aushängeschild. Oh mein Gott. Es ist self-mativ. Verschlossen, okay. Das Bild will verschlossen. Aber das Bild da oben ist auch sehr verstörend. Hinunter zur Galerie. Oh. Oh, darf ich die berühren? Ja. Wirklich? Tatsache.
sind Schmetterlinge. Okay. Eine Schlange. Wozu ist zugefroren? Ja, hab ich mir auch gedacht. Das war verschlossen, ne? Ja. Tja, dann denke ich, die Pinkelschlüssel steht in der Spielzeugkiste. Spielzeugkiste? Ich glaube, da gibt es einen Schlüssel. Gehen suchen. Yay. Hinweis entschlüsselt. Ich bin überwältigt. Achso, das war die falsche, das war halt Klaus. Ich muss ja ehrlich sagen, dieser Hinweis, ich hätte nie gedacht, den zum entschlüsseln. Wo ist die Spielkiste? Da, wo eine Spielzeugkiste ist. Meine Güte. Das hatten wir schon, damit kann ich nicht reden. Das ist nämlich tickende Uhr. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich hatte keine Spielkiste gehabt. Ich weiß. Wo ist der Schlüssel? Ich komme doch nirgendwo hin und im Wasser darf ich auch nicht. Ich lass mich. Ich will gucken, wie lang die Parts noch werden. Ah, das ist Let's Play-Streckung, sowas gehen die Leute nicht. Ja, aber nur wenn man es absichtlich macht. Weil ich mach das ja nicht absichtlich. Im Prinzip schon, indem du mir nicht, wenigstens nicht sagst, wo ich hin muss. Ungefähr. Ach, da ist ein Haus! Ach Mensch! Und dann trägt er noch seine Brille und ich trage sie nicht. Und er... Ein Eimer mitnehmen. Eimer erhalten. Ein plüschiger Hase. Oh, ein plüschig. Boah. Lieb, Gary, wo seid ihr? Ja, das hätte ich auch gemacht. Nein, ich hätte guten Tag gesagt, während sie mit einem, glaube ich, Spachtel auf uns zuläuft. Sag mir nicht, das war... Sie verfolgt uns? Jetzt lass mich raten, sie rennt da in der Mitte auch jetzt rum. Irgendeine Sorte roter Früchte. Sie wartet vor uns. Wir haben einen Eimer. Ja, ich weiß, wozu ein Eimer gut ist. Wir machen unendliche Wasserquelle. Sie rennt hier nicht rum, das wundert mich jetzt allerdings. Aber sie kommt gleich, oder? Aber das wird zu schwer aus einem Grund, du hättest jetzt... Eimer füllen. Du hättest jetzt nur einen Weg und... Du füllst den Eimer mit Wasser. Gut, wofür braucht man einen Wassereimer? Um im Einfach nur endlich hier Wasser zu machen. Ich hab gar nicht den Weg angeschnitten. Oder um... Was könnte man Wasser alles benötigen? Ich weiß ja schon, wie wir es machen. Ich lass dich weiter gucken. Kann ich mit den Blumen reden? Ja. Kannst mit allem interagieren. Echt? Nein, mit den Bäumen hier nicht. Ich habe nie gesagt, dass sie dir antworten. Ich meinte aber Antworten. Ja. Eine Blume gibt es. Ach nee, waren hier nicht vorhin noch Bäume? Nein, das war ein weiter. Eve, was ist los? Hast du etwas gefunden? Es scheint, als würde Gary erst nicht sehen. Oh. Das ist natürlich cool. Ja, klar, sehr cool. Wollte nicht gegossen werden? Ich sieht so verwelkt. So. Ah! Warum? Er hat's doch gefunden. Er ist einmal überall. Tulpenknospe! Du gießt Wasser aus dem Eimer. Mein Gott. Die Tulpe ist ja blühend. Aber in Minecraft funktioniert das nicht. Die Tulpe ist etwas Galerieschlüssel. Könnte es sein, dass es die Schlüssel für die Galerie ist? Galerieschlüssel benutzt. Oh, oh, wie schön! Das hab ich gemalt. Pandoras Box. Da ist Mary. Eine Kiste. Öffnen wir Pandoras Büchse. Das war... in der Kiste ist noch was. Mary! Nein, ein Spiegel. Ein Spiegel, nun lass uns einfach hoffen, dass er Hoffnung bringt. Und kein Unglück. Ah, Puppe! Hallo, Puppe! Mit gelber... Rose. Ach, da kann... Ey, wir können jetzt um den Pfeil gehen, den du gerade gesehen hast. Echt? Aber ich speichere erst. Ja. Nur weil das die Büchse der Pandora hieß... Was war nochmal die Büchse der Pandora? Ich glaube nichts Gutes, ne? Da ist Schmetterling dazu gekommen. Hallo, tust du Aua? Nein, tut er nicht, okay. Wir reden. Ein Schmetterling. Dieser Schmetterling hat ein Augenmuster auf den Flügeln. Mary is watching you! Das um den Pfeil. Um den Pfeil kannst du gehen. Pfeil? Was für ein Pfeil? Das ist ein Pfeil! Das ist ein Pfeil! Oh, da kann ich nicht lange. Das ist ein pinke Loch.
Ah, da. Hier. Da. Falsch nur den Mund. Zack. Wow. Ich bin ja jetzt unheimlich weit gegangen. Ich habe nicht das... Du kannst um den Pfeil gehen. Das heißt auch so, um den Pfeil. Oh. Oh, auf dem Schild ist eine Spirale. Oh, das ist... Hat sich hier noch was geändert? Kugeln. Ja, tatsächlich. Ja, dann krieg mal gleich eine Spirale bei. Oh. Oh, da hat sich jemand erhangen. Warum am Kirschenbaum? Und warum zur Hölle wird das wieder gruselig? Ach. Wasser ist lauwarm. Verschloss. Die Tür hat ein Herzsymbol? Ja. Seit wann das denn? Seit Günther. Die Tür ist zugefroren. Okay, was bist du? Sonnenlicht ist es warm. Mit Gary. Das stört sich immer gut an. Du weißt, der Weg, den wir bisher gegangen sind, bewegen wir uns nicht nach unten, genau, nach unten. Alle Treppen führen herunter. Ist das der richtige Weg? Tut mir leid, Eve. Ich wollte dich damit nicht beunruhigen. Vergiss, dass ich gesagt habe. In Ordnung. So, Ah, das Eis auf der Tür ist geschmolzen. Jetzt verstehe ich. Du hast das Sonnenlicht. Ich wette mit dir, wenn ich Dinge die mir jetzt sauer getan. Nein. Sicher? Ich weiß nicht. Gar nicht mal schlecht. Kann ich da nochmal stehen? Stehen. Ja. Hast du gut auf deine Hose? Gibt es niemanden? Ich frage mich immer noch, warum wir diese Hosen haben. Naja, ich erinnere mich nur an Garias Hosenskript und hab zwei Körper und eine Seele stand. Frag mich, ob es da eine Verbindung gibt. Still stehen. Ieb, Sonnenbahn ist toll. Wir müssen gehen. Oder wir werden die echte Sonne nie wieder sehen können. Okay, es hat keine Ahnung. Start. Arsch, das ist den falschen gedrückt wahrscheinlich. Alter, aber steht doch Start. Ja. Jetzt darf ich die Symbole suchen. Yay. Stift. Okay, jetzt darf ich als erstes Herz. Ich male mir die Symbole so auf. Ein Herzchen an ein Auge. Das ist jetzt ein Mond. Auge. Ein Mond, das Sonne. Ist Mond, Sonne, hey, leuchte, leuchte, leuchte. Stern, ähnliches. Stern, ähnliches. Ich kann immer noch keine Sterne malen, das ist jetzt Patrick Star. Dann laufe ich wieder. Eine Spirale, eine Uhr und eine, keine Ahnung, Katze oder Katze. So. Katze! Bei dem Symbol habe ich mir Mühe gegeben, damit ich weiß, was... So, und jetzt muss ich mir Norden, Osten, Südosten und so weiter und so fort. So, als erstes gehe ich meine Rose aufladen. Wir haben zumindest das Sonnensymbol. Okay, Sonne ist, wo habe ich die Sonne? Sonne ist, Nordwesten. Okay. Dann haben wir... So, hier haben wir gar kein Symbol. Ach doch, das Herzsymbol, ne? Das ist Norden. Dann speichern wir mal schnell und laden uns auf. Weil nur noch zwei Rosenblätter ist das auch nicht mehr viel. Ja. So, dann gehe ich wieder nach oben. Ich gehe den Pfad jetzt so am besten einmal ab. Eine Tulpe! Kann das letzte sein. Tulpe? Was ist das? Sie ist gar nicht. Au! Alter! Naja, sowas hat mich zum Beispiel bei dem Let's Play erschreckt. Aber hier ist nichts, ne? Hier oben. Was ist hier? Auch nix. Doch, ist egal. Ich lasse dich das machen. Ja, aber ich hab nix. Du kannst mir wenigstens helfen, wenn du das siehst. Ja, ich denke, das sollte eine Tulpe sein. Einste? Südosten. Schreibe ich erstmal auf. Ich kann es ja auch noch durchstreichen. Hier haben wir die Spirale. Das ist Süden. Das hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht erschrocken, aber hier ist kein Mond, ne? Hier ist nur der Mund. Wir haben Mund? Wir haben keinen Mund. Könnte ein Symbol, das wir gemalt haben wollen, Mund darstellen? Ja, der Mond. Der Mond, meinst du? Ja, oder nicht? Also ich wüsste jetzt nur der Mond.
Wir haben einen Schmetterling. Er hatte Augen-Symbole. Ach ja, genau, Augen, genau, da war was. Was hatten wir denn? Augen? Westen, ne? Auge wäre Westen. Auge wäre Westen. Die haben wir. Jetzt haben wir die Uhr, den Stern und den Mond nicht. Uhr. So, Uhr, Stern und Mond fehlt noch. Wow, genau drei. Das, ich denke mal, dass das eine Tulpe sein soll. Nein, das Braun ist ein Auge, oder? Nein, das da. Das ist eine Tulpe, meinst du? Denke ich mal. Ich weiß es nicht. Aber das mit dem Messer, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Kommt das auch hier willkürlich zwischendurch? Ja. Okay. Aber hier ist doch gar nichts. Okay, ins Wasser starren. Ah! Okay, der Halbmond. Ich schreibe erst auf, bevor ich weiter schreibe. Das ist dann Nordosten. So, Stern und Uhr. Ja. Stern, Stern. Hier. Da hängt ein einziger Apfel. Am Orangenbaum. Ja. Ein Apfel. Hm. Könnten Sie